So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am 3. Mai 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns heute am Dienstag einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich uns erneut nochmal so ein wenig vorbereiten auf das, was morgen mit der Fed dann am Abend ansteht, mit der Notenbankentscheidung. Gestern verhältnismäßig durchwachsener Start in die Handelswoche und dann in den Abend hinein ein scharfes Reversal, also auf jeden Fall eine stärkere Gegenbewegung, die wir zu sehen bekommen haben in US-Equities. An dieser Stelle, wo wir natürlich heute einen Blick drauf werfen wollen, uns die Frage stellen, könnte das vielleicht auch der Wegbereiter für ein bisschen mehr noch sein auf der Long-Seite, bis dann morgen in die Fed hinein die Karten neu gemischt werden. Rein statistisch jedenfalls stehen wir hier auf der Seite der Bullen, so viel steht fest, denn die letzten 24 Stunden vor der Fed sind gemeinhin bekannt eigentlich eher bullisch zu sein. Und infolgedessen gibt es eine sogenannte Fed-Drift. Es gibt tatsächlich sogar statistische bzw. akademische Auswertung, glaube ich sogar, auch im Hinblick auf Handelsstrategien, die sich dort umsetzen lassen, die tatsächlich darauf abzielen, diese 24 Stunden vor der Fed eben tatsächlich long zu traden. Und dann, oder beziehungsweise die Idee, die dahinter steckt, da vielleicht das noch ganz kurz am Final, das hat damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass die Fed sich eher Equity-positiv äußert und in diesem Zusammenhang dann eben entsprechend eher die Long-Seite in diesem Zeitfenster favorisiert werden sollte. Ob sie sich morgen so positiv für Equities äußert, muss man mal abwarten. Wir haben es ja schon gesehen, wir haben vieles an restriktiver Haltung wiederum allerdings eingepreist. Nichtsdestotrotz könnte dort im Hinblick auf die weiterhin stark angezogen Inflation in den USA natürlich der Treiber tatsächlich Inflation dann in dem Zusammenhang dazu beitragen, dass man sich hier seitens der Fed eher im Hinblick auf eine lockere Geldpolitik zurückhält, beziehungsweise sogar noch ein bisschen restriktiver an der Stelle agiert, wobei das schwer vorstellbar scheint, wenn man sich, wie gesagt, FedWatch-Tool und Co. anschaut. Ja, wir werden auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Gold hat in der Zwischenzeit es nicht geschafft, die 1900 zurückzuerobern. Also auch hier spiegelt sich so ein bisschen eine restriktive Haltung wider. Aber auch da ist schon viel Restriktives meiner Einschätzung nach eingepreist. In diesem Zusammenhang vieles im Hinblick dann auch auf einen sehr stark gelaufenen US-Dollar in der jüngeren Vergangenheit. Earnings Kickoff oder Kickoff in Anführungsstrichen, beziehungsweise also attraktivere Titel ist eine schwierige Formulierung, aber zumindest mal Titel, die auch schon in der Vergangenheit auch aus technischer Perspektive wie eine AMD zum Beispiel im Mittelpunkt unseres Geschehens hier standen, die werden heute nachbörslich erst Zahlen veröffentlichen. Demnach bleibt uns nichts weiter übrig, jetzt erstmal nur so ein grobes Bild an der Stelle zu skizzieren, dass wir erwarten können eventuell. Wir werfen einen Blick drauf. Tesla habe ich gestern einen unfassbar interessanten Thread bei Twitter zufälligerweise gesehen. Also das war reiner Zufall an dieser Stelle, lief bei mir in die Timeline und wir stellen uns viele die Frage mit Sicherheit, und das sieht man ja auch in den medialen Berichterstattung, wieso, warum, weshalb Elon Musk eben jetzt Twitter gekauft hat oder beziehungsweise dort für 44 Milliarden plant, die Firma final zu übernehmen. So ganz durch ist der Deal ja noch nicht, aber es geht davon, man ist davon aus, ist davon auszugehen, dass wir bis Ende des Jahres ein Follow-through sehen. Und da ist noch ein weiterer Aspekt. Also wir hatten ja schon vorletzte Woche, glaube ich, diesbezüglich ein paar Details mal thematisiert gehabt, Stichwort AI zum Beispiel, also künstliche Intelligenz, die da eine Rolle spielen könnte. Beziehungsweise also dann wiederum der ganze Aspekt, der in den Mittelpunkt gestellt wird, zum Beispiel Free Speech hauptsächlich, wo natürlich jetzt auch viele Politiker draufgehen. Und wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ich bin nicht ganz sicher. Also ich könnte mir vorstellen, ja, Elon Musk ist in dem Zusammenhang sicherlich interessiert, freie Meinungsäußerung groß zu schreiben und das dann in gewisser Form auch als eine Art Plattform zu nutzen, um seine Vision auch von der Zukunft, vielleicht sogar der Menschheit in irgendeiner Form nochmal zu unterstreichen, seine lauteren Absichten, die er verfolgt im Hinblick auf SpaceX, im Hinblick eben beispielsweise auf Tesla, Elektromobilität und dergleichen. Aber da gibt es noch einen ganz anderen Aspekt, der mir auch ganz interessant zwei, dreimal schon über den Ticker gelaufen ist, Anführungsstrichen, also weniger über den Ticker als über ein Hörbuch tatsächlich im Hinblick auf die Historie von Tesla ganz besonders. Da gab es ein Hörbuch, das gibt es meines Wissens nur im Englischsprachigen, das heißt Powerplay. Und da wurde das zum Thema gemacht und ich habe natürlich die Brücke nicht geschlagen, weil ich es nicht so als so brisant erachtet habe, aber wir schauen gleich mal drauf. Das ist ein ganz interessanter Schachzug, der da vielleicht anstehen könnte. Da werfen wir auf jeden Fall auch einen Blick drauf und
Ja, soweit erstmal zu den einzelnen Titeln. Also ihr seht, wir haben einiges auf der Agenda. Bevor wir allerdings, wie gewohnt, ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon erstelle man zunächst einmal sein persönliches Risikoprofil, mache sich mit den Risiken dieser Produkte dann vertraut und entscheide dann, ob diese entsprechend sich für den Handel für einen eignen. Man beginne mit einer Demo auf markets.com/de. Kann man sich eine kostenlose runterladen, wo man den Handel kostenlos und risikofrei besonders dann ausprobieren kann. Den Link dazu habe ich auch schon in die Chatbox gestellt. Alle weiteren Informationen, nicht nur zu FX und CFDs, sondern auch zu physischen Aktien, ETFs und zu Markets als Broker, vollständigen Risikohinweis etc. auf der Webseite markets.com/de. Dort nutzt auch gerne die Möglichkeit, Elena bei weiteren darüber hinausgehenden Fragen zu kontaktieren. Direkt per E-Mail. Nutzt gerne die Möglichkeit, hier im Morning Meeting hier eure Fragen an mich zu stellen, zu Märkten, die wir jetzt nicht beleuchten, beziehungsweise Märkte, die euch interessieren, Setups, die euch vielleicht in irgendeiner Form ins Auge stechen, gestochen sind und du dir gerne eine Einschätzung wünscht. Gerne hier einmal in der Chatbox wegen des Livestreams die Fragen stellen. Solltet ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschauen, gerne unterhalb dieses Videos hier diese entsprechend stellen. Gerne auch bei Twitter vorbeischauen, @JensKlattFX, beziehungsweise in der Discord-Community oder auf meiner Webseite jk-trading.com/forum. Da gibt es täglich eine Trading-Chatbox, wo ihr euch entsprechend zu den Märkten austauschen könnt, eure Fragen stellen könnt. So, den habe ich bis gerade runtergeschluckt, das war nicht gut. Also, hier einmal der Blick auf den DAX. Wir werden ganz kurz, oder beziehungsweise ich werde ganz kurz einmal hier im Hintergrund ein bisschen aufräumen und schauen, ob das alles gut gestreamt wird. So. Und dann schauen wir einmal hier. Hier wird alles gut gestreamt. Sehr schön. Also, sollte sich das ändern, dann lasst mich das bitte gerne einmal in der Chatbox wissen. Ich gucke mal ganz kurz hier. So, den Ton mache ich einmal da weg. Livestream. Sehr schön. Hier wird alles gut gestreamt. Also, wie gesagt, sollte sich das ändern, lasst mich das bitte einmal in der Chatbox wissen, damit ich entsprechend dann gegensteuern kann. Wir starten zunächst wie gewohnt mit dem DAX und arbeiten uns dann von dort auch in die diversen Einzeltitel vor. Ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht nachbörslich heute könnte im Mittelpunkt des Gesch nicht nachbörslich, sondern gestern nachbörslich noch, sind Earnings veröffentlicht worden von einer Firma, die heißt Check. Ist jetzt nicht die aktivst gehandelte Aktie. Gibt es ein scharfes Gap Down, ist mir heute Morgen hier herausgestochen im Pre-Market Screener. Also hier sieht man es, Check, da hat ein Gap Down von 35%. Gestern zu sehen bekommen, heute in der Vorbörse bereits 25.000 Stücke gehandelt. Wir können mal kurz Folgendes machen. Ich gehe mal kurz auf Finwiz. Ich habe dazu allerdings noch kein Setup oder dergleichen formuliert. Deswegen, wer es auf dem Schirm hat, also das ist nicht der erste enttäuschende Earnings Release, also der letzte, oder nee, nicht der letzte, der vorletzte war es an der Stelle im November letzten Jahres, hier unter extrem hohem Volumen, haben wir ein scharfes Gap Down zu sehen bekommen und die Firma, die scheint hier weiter entsprechend eben abverkauft zu werden, Bereich Education and Training Services beziehungsweise Consumer Defensive. Heißt etwas anders formuliert, ich müsste selber erstmal gucken, was genau die eigentlich machen. So, Check ist an American Education Technology. Hier ist einmal Deutsch. So, US-Amerikaner für Bildungstechnologie in Santa Clara. Check bietet Verleih von digitalen und physischen Lehrbüchern, Online-Nachhilfe und anderen Dienstleistungen für Studenten an. Okay, das ist interessant. Das ist ein interessantes Geschäftsfeld. Besonders auch vor dem Hintergrund des Abverkaufs, den wir hier zu sehen bekommen, natürlich in der Aktie. Verleih von digitalen und physischen Lehrbüchern. Also ich könnte mir vorstellen, digitale Lehrbücher an der Stelle. Ja, wohl. Ja. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, da sofort die Brücke zu Corona zu schlagen. Können wir ganz kurz einen Blick hier werfen auf den Weekly. Hat auf jeden Fall hier ab 20 Corona einen scharfen Run höher aufgesehen auf der Oberseite. Hat sich ja vervielfacht, vervierfacht. Tatsächlich vervielfacht, Querstrich vervierfacht von rund 27, $25 bis in der Spitze auf 120 und ist jetzt auf diese Ausgangsniveaus gelaufen, beziehungsweise wieder unter diese gedroppt. Also, das ist nicht der erste schärfere Abschlag, den wir zu sehen bekommen haben. Die Abschläge zeigte sich bereits schon begannen ab letztem Jahr im November. So, also, aber unser Fokus liegt tatsächlich darauf. Durchschnittlich werden 3 Millionen Stück gehandelt, also es ist nicht die mega aktivst gehandelte Aktie, aber jetzt bereits in der Vorbörse eben
sehen wir hier mit über 50.000 gehandelter Stücke, scharfes Gap Down, könnte heute also ein Kandidat sein, der heiß ist. Ich habe aber noch keinen Gameplan oder dergleichen formuliert. Das heißt also, ich würde mich da stückweise entsprechend eben durcharbeiten und stelle den euch dann in die Discord-Community wie gewohnt. Das ganz kurz, also für Einzeltitel, wer sich fragt, ob da vielleicht irgendwelche Titel heiß sind. Gestern war es relativ schwierig tatsächlich. Ich hatte nur eine Neo zum Thema gemacht gehabt. Da gab es Delivery Numbers übers Wochenende. Die waren jetzt allerdings auch nicht die Aktie super heiß werden lassend, aber zumindest sind in der Vorbörse 1 Million Stücke umgegangen. Bevor wir aber auf weitere Einzeltitel an der Stelle schauen, ganz kurz der Blick hier auf den DAX. Kurz deswegen, weil so wirklich gewonnen ist noch nichts. Wir haben jetzt tatsächlich genau diesen Modus eingeschlagen, den ich letzte Woche schon hier zum Thema machte, nämlich im Hinblick auf die Erwartungshaltung vor der Fed tatsächlich und das, was wir im Hinblick auf die Fed eben erwarten sollten, erwarten dürfen, eben an der Stelle, bedeutet etwas anders. Da wir nicht wissen oder beziehungsweise ahnen zwar, aber nicht konkret wissen, was danach kommt, was seitens der Fed jetzt geliefert wird, also was danach kommt, bedeutet 50 Basispunkt Zinsanhebung, ja, aber danach, wo geht die Rhetorik hin, wird beispielsweise die 75 Basispunkt Zinsanhebung, die für Juni komplett eingepreist scheint schon, also mit über 80%, 90% schon fast, wird die teilweise wieder ausgepreist und dergleichen, geht die Rhetorik in eine Richtung, die eben hier die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass die Fed sich dann in der zweiten Jahreshälfte restriktiver zeigt, besonders wenn die Volatilität noch weiter auf erhöhtem Niveau bleibt, die die Abflüsse aus Equities sich weiter beschleunigen, Turbulenzen an Bondmärkten zu erwarten sind und dergleichen. Also sprich, fliegt der Fokus dann wirklich auf eben den Finanzmärkten an dieser Stelle und der Beruhigung der Finanzmärkte oder sagt man, man ist willens, diese kurzzeitig erhöhte Volatilität in Kauf zu nehmen, auch die zu erwartenden Abschläge, will dann allerdings ganz konsequent sich eben dem Kampf in Anführungsstrichen der Inflation eben widmen, ob der mit Erfolg geführt wird oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Und genau diese Unsicherheit, die hat ja erstmal überraschenderweise letzte Woche zunächst einmal hier zu dieser scharfen Abwärtsbewegung geführt, die uns unter 14.000 Punkte geführt hat. Also letzte Woche Dienstag, da gab es diesen scharfen Flush hier, der uns dann auch infolge der Abschläge im US-Markt sogar bis 13.500, 600 Punkte eben tatsächlich geführt hat. Und dann gab es diesen scharfen Bounce. Und jetzt pendeln wir, wenn auch knapp oberhalb, aber im Bereich um 14.000 Punkte und harren im übertragenen Sinne so ein bisschen die Dinge, die da kommen. Und das hat gestern eine ähnliche Price Action gegeben. Übrigens hier, das möchte ich ganz kurz aufgreifen, erinnert euch vielleicht dran. Ich war hier ein bisschen irritiert, ob dieser Kerze, also ihr seht, wir hatten hier von 14.000 Punkten, also dem Niveau, auf dem wir jetzt aktuell handeln, da ging es innerhalb von Sekunden plötzlich 200 Punkte tiefer. Und ich hatte mich noch während des Morning-Meetings gefragt, hatte dann aber nicht gesehen, dass irgendjemand was schrieb in der Chatbox, ob jemand wüsste, was das gewesen ist. Und ich bin gestern Abend auch hier fündig geworden, was der Grund dafür war. Und zwar lief hier über den Ticker an dieser Stelle, dass es tatsächlich einen sogenannten Mistrade an dieser Stelle gab, beziehungsweise eine Fehlkalkulation, so möchte man es vielleicht nennen. Erroneous trade, which caused flash crash in European stocks on Monday, was placed by Citigroup. Also Citi hat dort einen Fehler gemacht oder irgendwie einen Fat Finger oder irgendein Algo, der nicht so sauber gearbeitet hat, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ist dieser Flash Crash auf breiter Front erkennbar gewesen, also scheint ein Equity-basierter oder Equity-Indice-basierter Basket Sell oder dergleichen, wie auch immer man das nennen möchte, eben gewesen zu sein. Das ist tatsächlich ein Trade gewesen, der von Citi abgesetzt wurde und der dann diese Kerze hier an dieser Stelle für den DAX von gestern früh eben erklärt. Also das heißt, das war einfach tatsächlich ein realer Trade, der gemacht wurde. Es war einfach ein Fehler im System in Anführungsstrichen oder ein Mistrade, der von Citi abgesetzt wurde, beziehungsweise ein Mistrade war es nicht, sondern ich glaube, der ist dann auch so gehalten worden. Also die Trades wurden, die hier gemacht worden sind, nicht rückabgewickelt oder dergleichen. Also das ganz kurz vielleicht nochmal zur Erklärung. Aber seitdem hat sich auch die Struktur, man kann es hier sehen, diese Choppiness nicht in irgendeiner Form jetzt groß verändert. Es gelingt derzeit den Bullen nicht, ein deutliches Momentum auf der Oberseite auf den Weg zu bringen und somit eine Attacke hier auf die Region um die 14.150, 160er Region, also Bereich um die Vorwochentiefs roundabout auf den Weg zu bringen. Jetzt rollen wir wieder über gegen die Tageshochs in Richtung des Kassa-Obens. Warten wir mal ab.
Aktuell droppen wir unter den EMA. Ich würde das noch nicht überbewerten. Tendenz geht jetzt eher von Long wiederum in Richtung Short, ja. Aber dann auf der Kehrseite würde ich sagen, solange wir in der Lage sind, die 14.000 zu halten, beziehungsweise, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, solange wir keinen Tagesschluss unterhalb von 13.9 zu sehen bekommen, ist eigentlich noch alles in Ordnung. Also wir harren der Dinge, die da kommen im Hinblick auf die Fed und dann morgen erwarten wir uns einfach schlichtweg neue Impulse und schauen einfach. Aber bis hierhin ist halt erstmal das Trading-Umfeld nicht sonderlich attraktiv. Würde sich ändern, Justine, im Moment, wenn wir jetzt neue Tageshochs definieren, wenn ein Impuls geliefert wird, der dann entsprechend uns Momentum aufnehmen ließe und deutlich eine Trendstruktur oberhalb des EMAs Intraday etablieren ließe, dann an der Stelle mit Ziel 14.170, 14.200, so ungefähr diese Region zunächst, einen wirklich nachhaltigen Bruch höher, sehe ich tatsächlich nicht. Aber bis hierhin auf jeden Fall scheint es erstmal so zu sein, als wenn Equities grundsätzlich, also der DAX dann auch an dieser Stelle den Dingen harrend, die dann noch kommen, morgen Abend ganz besonders mit der Fed. Trading-technisch würde ich hier nichts formulieren wollen aktuell. Das sieht nicht sonderlich attraktiv aus, eigentlich von der Gesamtstruktur her. Und wie gesagt, wir harren einfach der Dinge, die kommen. Morgen mit der Fed kriegen wir neue Impulse geliefert, hoffentlich, und werden dann entsprechend sehen, in welche Richtung entsprechend der Impuls geliefert wird. Aber bis dahin, denke ich, sollten wir, wenn überhaupt, unser Trading im DAX auf ein Minimum reduzieren. Und ja, das wäre es eigentlich tatsächlich schon dann im Hinblick auf den DAX auch größtenteils gewesen. Okay, ein Händler in Schweden war es, schreibt gerade Wine on Trips hier, ein Händler in Schweden war es von City. Hier kann man es sehen. Also, relating to Nasdaq, da kann man es sehen, on Swedish Companies. Also das passt relativ gut hier an der Stelle, was du gerade schreibst. Also wir haben City, die Bank, also an der Stelle der Trader der Bank. Und Trade involved erroneous calculation relating to Nasdaq Index on Swedish Companies. Ich glaube, der heißt OEX, ne? Kann das sein? OEX Nasdaq. Ich glaube ja. Guck mal ganz kurz. Ob es einer größten mehr? Nee, die suche ich nicht. Nee. Nee, ich sehe gerade, dass das bezieht sich hauptsächlich hier auf Optionen. Ja, ist auch egal. Details. Also, wie gesagt, es war auf jeden Fall war ein Flashcrash initiiert von einem Trader bei der City, der hauptsächlich hier schwedische Indizes eben tatsächlich, nee, schwedische Indizes nicht, sondern Aktien Schwedens betreffend eben tatsächlich offensichtlich handelt. Und ja, also bezogen, wie gesagt, auf den DAX an der Stelle nochmal zurückkommt, bis morgen sollten wir hier keinerlei große Impulse erwarten. Was interessant ist, ich habe jetzt hier schon den S&P aufgerufen, was interessant ist, ist mit Sicherheit, dass wir im S&P diesen Flush gestern zu sehen bekommen haben auf neue Jahrestiefs. Also das heißt, wir haben die Märztiefs gestern auch sehr deutlich unterschritten. Wir sind gestern reingekommen in den Handelstag hier. Schon relativ schwach natürlich, wenn auch erratisch, aber dennoch mit nicht so starken Vorgaben nach dem schwachen Wochenschluss letzte Woche und Europa, was Schwierigkeiten hatte oder wo Schwierigkeiten aufgekommen sind, einen stärkeren Bounce auf den Weg zu bringen. Und dann haben wir hier gleich vom Opening weg eigentlich, haben wir diesen Verkauf zu sehen bekommen, der uns unter 4.100 Punkte geführt hat. Das ist ein Stundenchart hier oben rechts. Und das sah grundsätzlich überhaupt gar nicht gut eigentlich aus, was wir hier zu sehen bekommen haben. Das war eine relativ erratische. Vielleicht machen wir das mal ganz kurz wie folgt. Ich gehe mal ganz kurz auf meinen Spider hier an der Stelle und mache das mal auf der 5-Minuten-Ebene auf. So. Also wir haben eigentlich einen relativ unspektakulären Start in die Handelswoche zu sehen bekommen. Und dann rollten wir nach der ersten anderthalb Stunden, ja, 60, 90 Minuten rollten wir über, konsolidierten unterhalb des VWAPs. Das war bis dahin noch nicht so dramatisch, weil wir bis dahin noch keine neuen Tagestiefs markiert hatten. Aber die brachen wir dann hier so ab 19 Uhr. Und fielen drunter und hielten uns dann unterhalb auch hier der 410 an dieser Stelle, also 4100er Region im Hinblick auf den S&P. Und das unterhalb des VWAPs, des volumengewichteten Durchschnittspreises, in Verbindung wiederum mit dem sowieso übergeordnet schwachen Bild, war das ein sehr schwaches
Zeichen, was hier gezeichnet wurde. Und wurden weiter abverkauft. Es schien eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir eben die 400er-Region dann entsprechend anlaufen, im Spider- bzw. 4000er-Region im S&P. Und dann, wie von Zauberhand, in Anführungsstrichen, kamen plötzlich Käufer rein. Also gegen diesen Bereich um ungefähr 400, 405, 440, 50 im Hinblick auf den S&P. Und dann sahen wir diesen unglaublich starken Drive, der uns im Bereich der Tageshochs und leicht auch im Plus hat tatsächlich schließen lassen nach diesem Flushout. Auch unter, man kann es ebenfalls hier sehen, unter deutlich anziehendem bullischen Volumen in dieser Konstellation. Und das ist eine starke Reaktion, ehrlich gesagt, die wir dort gegen diese Tiefs zu sehen bekommen haben, nach diesem kurzen Flushout-Szenario unter die März-Tiefs an dieser Stelle. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob es dann jetzt im Laufe des heutigen Handelstages final gelingt, die 4200er-Region wenigstens zurückzuerobern. Falls ja, könnte das genau, also besonders wenn das zügig dann zur Markteröffnung im Rahmen der Preisfindungsphase, so zwischen 15:30 Uhr, 16 Uhr stattfindet, könnte das durchaus in der Lage sein, heute nochmal einen bullischen Tag auf den Weg zu bringen. Ich will nicht sagen, der uns bis 4300 Punkte führt, aber zumindest mal der den Vorteil eher in Richtung der Long-Seite switchen lassen dürfte. Und der dann für den weiteren Verlauf des Handelstages auch entsprechend bullische Vorgaben eben nach sich zieht. Dafür, wie gesagt, wäre am optimalsten in diesem Zusammenhang, wenn es gelingt, die 4200er Region eben zügig zurückzuerobern und dann auch entsprechend zu halten. Was dann sich entsprechend auf den untergeordneten Zeitebenen im Hinblick des Spider zum Beispiel, dass wir uns oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises und dergleichen halten können. Und also folglich, dass wir einen Opening Drive eben über hier in dem Zusammenhang die 4200er Region und deutlich weg von den gestern markierten Tageshochs im Bereich so ungefähr um 4160, 4170 Punkte zu sehen bekommen. Ja, soweit wäre es das im Hinblick auf den S&P tatsächlich schon gewesen. Also potenzieller Flushout, ich will nicht sagen, Panikverkauf, ich glaube, das ist zu viel. Wenn wir hier mal ganz kurz auf den Spider schauen, kann man auch sehen, also so wirklich Volumen ist da jetzt gestern nicht reingekommen, ehrlich gesagt. Also das war jetzt nicht so, dass das eine Kapitulation oder gleich, obwohl, Verzeihung, 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 guck mal nur zurück, müssen wir natürlich noch ein bisschen umdrehen. Das war jetzt gerade ein Wochenchart, deswegen, der hat natürlich wochentechnisch durchschnittlich deutlich weniger gesehen, weil wir haben erst den zweiten Handelstag der Woche. Hier sehen wir doch schon leichtes anziehendes, bullisches Volumen hier an der Stelle. Das ist natürlich gestern das höchste Volumen. Das höchste bullische Volumen, was wir gestern hier umgesetzt haben, gucken wir mal kurz, 158 Millionen Stücke. Das war das höchste seit den März-Tiefs. Also, das sollte man, ja, das sieht schon interessant aus, ehrlich gesagt. Also, das ist jetzt keine Kapitulation mit scharfen Potenzial irgendwie für eine scharfe Gegenbewegung, aber. Also man sollte es so ein bisschen im Hinterkopf behalten, den heutigen Handel. Wie gesagt, jetzt vielleicht nicht unbedingt vor der FED große Impulse erwarten, aber wenn man sich hier zum Beispiel mal anschaut, das war der Verlauf, den wir Ende Januar zu sehen bekommen haben, am 24. Januar mit diesem scharfen Sellout damals, der uns Richtung 420 geführt hat und wo wir dann so ein scharfes Reversal hier eingeleitet hatten, wo wir von der 420 dann im Bereich hier um 440 geschlossen haben, dann eine Konsolidierung sahen und dann in den Monatsschluss hinein, getriggert hauptsächlich durch die Apple Earnings letztes Quartal, dann entsprechend hier eine scharfe Bewegung auf den Weg gebracht haben. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Also sollten wir jetzt, also vor der FED, so sagen wir es mal, vor der FED sollten wir jetzt nicht unbedingt die Bäume in den Himmel wachsen sehen. Mal schauen, ob wir die 420 an dieser Stelle eben in der Lage sind, zurückzuerobern vor der FED. 430 scheint mir ein bisschen sehr großzügig, ehrlich gesagt, ein bisschen sehr aggressiv, aber denkbar, dass wir in den kommenden Tagen post der FED und nachdem der Markt sich da entsprechend eben begonnen hat, so ein wenig zu finden, seitwärts pendeln, ähnlich wie wir es hier Ende Januar getan haben, um dann den bullischen Impuls auf der Oberseite zu liefern, anknüpfend an dieses, ja, schärfere Reversal, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, was wir gestern zu sehen bekommen haben. Und das wäre es dann tatsächlich im Hinblick auf den S&P schon tatsächlich gewesen. Wie gesagt, kurzfristig ist die 4180, 4200 im Mittelpunkt des Geschehens. Wenn wir die zügig zur Eröffnung zurückerobern halten können, sind weitere Aufschläge in die FED hinein denkbar, uns eher die Long-Seite zu favorisieren. Andernfalls unterhalb von 4200 wird es wahrscheinlich eher ein sehr choppiges, unattraktives Treiben tatsächlich, was wir erwarten sollten in diesem Zusammenhang.
So, kurz einen Augenblick. Wir können mal ganz kurz einen Blick werfen auf die Nasdaq oder auf den Nasdaq an der Stelle. Auch der gestern mit einem Versuch hier die Tiefs der letzten Woche, von letzter Woche Dienstag auch herauszunehmen, gescheitert. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, gestern im frühen Handel schon einen Versuch gestartet. Zweiter Versuch dann hier oder kurz nach der Kassaeröffnung und dann ebenfalls relativ scharfes Reversal eingeleitet, welches uns über die Hochs hier hat führen können, die wir morgen sogar ausbilden haben können. Also das heißt, wir haben im Bereich der Tageshochs auch geschlossen. Das ist per se erstmal kein so schlechtes Signal. Was jetzt die Frage ist natürlich, ob wir in der Lage sind, dieses Level um rund gesprochen 13.000 Punkte eben in der Lage sind zu halten. Falls ja, dann sind die Vorgaben hier für den, also das ist die grün gestrichelte Linie, so könnte man es auch sagen, dann sind die Vorgaben auch für den Nasdaq hier eher von der Long-Seite zu sehen und entsprechend eben erste Ziele im Bereich 13,2 wahrscheinlich siedeln ungefähr. Was weiterhin unglaublich stark ist, ist tatsächlich, dass der Nasdaq trotz dieser deutlichen Zinsfantasien, anziehenden Inflation, Schwäche eigentlich im breiten Markt im Hinblick auf Tech-Titel und sich auch im Bereich um 3% stabilisierenden 10-jährigen US-Zinsen immer noch verhältnismäßig stabil in der Lage ist zu präsentieren und deutlich oberhalb von 13.000 Punkten eben zeigen kann. Das finde ich kein so schwaches Signal. Also das ist relative Stärke in diesem aktuellen Umfeld, welches über kurz oder lang mal eine sehr scharfe Gegenbewegung eben begünstigen könnte, die, wie gesagt, uns auch tief dann in die 13.500er, vielleicht sogar 14.000er Gefilde zurückbefördert. Wir sind dann immer noch weit davon entfernt, von der Rückeroberung der 200-Tage-Linie zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz sollte man besonders vor dem Hintergrund dieser kontrollierten, aber jetzt dennoch relativ stark überdehnt anmutenden, überverkauften Modi solche schärferen Gegenbewegungen einkalkulieren. Also durchaus im Bereich des Denkbaren, dass über kurz oder lang solche schärferen Reversals sich zeigen. Nicht jetzt zwangsläufig natürlich vor der Fed, aber vielleicht ist die Fed, sobald sie in Anführungsstrichen aus dem Weg geräumt ist, und dann vielleicht auch eine ähnliche bullische Reaktion triggert, wie sie das beim letzten Mal getan hat, wo auch ein Großteil eben dieser Bearishness oder beziehungsweise restriktiven Haltung, Bearishness ist das falsche Wort, restriktiven Haltung bereits eingepreist war, dass man auch jetzt erneut eben ein Statement seitens der Fed sieht, welches in die Richtung geht, wonach wir dann eben eigentlich nichts Neues wirklich präsentiert bekommen und wir dann so ein klassisches Sell the Rumors, Buy the News zu sehen bekommen. Also das heißt, der Markt ist sicherlich verschnupft im Hinblick auf die restriktive Haltung, die sich abzeichnet durch den Zinsanhebungszyklus, der seitens der Fed doch sehr aggressiv vorangetrieben wird, um der aktuell galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten, aber ist eben schon größtenteils eingepreist. Also das heißt, der Markt erwartet es schon und wenn es dann final verkündet wird, ist das eigentlich keine wirklich neue News mehr oder nicht mehr wirklich in der Lage, starke Bearishness zu triggern. Vielleicht ganz initial mal kurz so einen Flash-Moment auf den Weg zu bringen, vielleicht mal kurz unter die 13.000. Das ist natürlich jetzt noch 1,5 Tage hin, das kann durchaus bei dem Indexstand auch heute im Laufe des Tages stattfinden. Aber dass es hier vielleicht zu einem kurzen Flash kommt, der dann aber zügig zurückgekauft wird und dann der Wegbereiter für einen ähnlichen Bullrun eben tatsächlich wird, vielleicht auch getragen durch einige starke Earnings, die uns in den nächsten Tagen noch da anstehen und weiter auf der Oberseite vielleicht performen lassen. So, das also im Hinblick auf die breiten Aktienindizes. Jetzt möchte ich ganz kurz einmal hier den Fokus auf Tesla zurückwerfen, beziehungsweise auch auf Twitter an der Stelle. Das ist weniger eigentlich jetzt, was wir jetzt machen, das hat weniger damit zu tun mit der weiter immer noch, ich finde, relativ starken Performance, die die Aktie hier präsentiert. Also hier sehen wir zum Beispiel, während Nasdaq, S&P und dergleichen, ich gucke mal ganz kurz, wir können auch mal kurz eine Apple vielleicht uns anschauen, obwohl Apple ist noch vergleichsweise stark. Market Leader halt, klassisch. Aber eine Nvidia zum Beispiel, Drop unter die 200-Tage-Linie, klares Halten, tiefere Tiefs gemacht im Vergleich zu den Januar-, Februar-, März-Tiefs, die wir hier ausgebildet haben. Und dann guckst du dir, also Nvidia in seinem Bereich natürlich auch ein Market Leader mit weiter sehr, sehr starkem Wachstumsausblick. Also sprich künstliche Intelligenz. Beziehungsweise auch im Hinblick eben optische Geräte ist, glaube ich, das falsche Wort, aber nicht nur Grafikkarten, sondern auch ausgehend von der breiten Aufstellung
Im Bereich nicht nur künstliche Intelligenz, sondern eben auch beispielsweise Machine Learning, beziehungsweise ja doch, Machine Learning trifft es relativ gut und dergleichen. Einfach ein Market Leader in diesem Segment tatsächlich. Und dennoch, rein von der Chart technischen Perspektive relativ schwach. Also das heißt, mit einem Drop ausgehend von seinen Allzeithochs markiert hier im November letzten Jahres um rund 340, $350, fast halbiert der Aktienkurs. Und wenn wir uns dann dagegen eben eine Apple anschauen beispielsweise, sehen wir Konsolidierung, sicherlich weiter stattfindende Konsolidierung. Moment mal, so viele Linien brauchen wir nicht. Aber es ist eben Seitwärtskonsolidierung. Das ist eine nach einem starken erneuten Aufwärtsimpuls und einem unglaublichen Run, der die Aktie hier wieder hingelegt hat, trotz einer enormen Marktkapitalisierung und dann wieder Verdoppelung, Verdreifachung der Marktkapitalisierung. Konsolidierung auf hohem Niveau im Bereich um die 200-Tage-Linie, untere Range-Begrenzung, also eher ein Kandidat, den du gegen diese Gefilde wieder long handeln möchtest, besonders vor dem Hintergrund, dass du früher oder später vielleicht auch eine Stabilisierung einfach im breiten Aktienmarkt erwartest. Und dann aus dieser Perspektive einfach, also hier unmissverständlich erkennen kannst, dass sich eine Apple auf unglaublich hohem Niveau ist in der Lage zu stabilisieren. Und das ist eben etwas, muss ich sagen, da bin ich ebenfalls weiterhin auch von Tesla extrem beeindruckt, ehrlich gesagt. Also auch hier, ja, enorme Volatilität intraday, also alleine die Ausverkäufe, die wir letzte Woche Dienstag, die wir letzte Woche Donnerstag zu sehen bekommen haben, mit den Musk-Verkäufen, um eben den Twitter-Deal zu finanzieren, aber immer noch im Bereich der 200-Tage-Linie. Im Bereich um heißt im Bereich um, nicht deutlich unterhalb, nicht deutlich oberhalb, sondern im Bereich um der 200-Tage-Linie, besonders im Bereich unter jetzt oder deutlich unterhalb, wie eine Nvidia zum Beispiel. Das ist in meinen Augen ein Zeichen relativer Stärke, was wir hier ausmachen können. Wir haben uns immer noch oder halten uns immer noch verhältnismäßig solide, auch in Relation zu den Allzeithochs. Etwa $300 hier an dieser Stelle tiefer bedeutet etwas anderes, um die 25, 30% Drawdown sicherlich tiefer, aber nichtsdestotrotz, das ist immer noch wesentlich besser, relativ stärker als beispielsweise der breite Markt, der 40, 50, 60 Punkte eben unterhalb seiner Allzeit oder Prozent an der Stelle unterhalb der Allzeithochs eben notiert. Also nicht der breite Markt, sondern Einzeltitel jetzt in ihren Bereichen, wie zum Beispiel in Nvidia. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist immer noch eine relative Stärke, die man hier durchaus erkennen sollte, die man erkennen kann. Und jetzt habe ich gestern, wie gesagt, diesen Thread hier gefunden. Kurzer Augenblick, ich bin sofort wieder da, ja. Ich muss mal ganz kurz einmal die Nase putzen, dann kann ich mich besser konzentrieren. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Juckt ein bisschen, komischerweise. Die Frage, die sich viele stellen, die sich auch viele Journalisten stellen aktuell und besonders dann natürlich auch von Politikern aufgegriffen wird, besonders von jenen, die deutlich narzisstisch veranlagt sind, was nicht nur Corona und das Pandemie-Management zutage gefördert hat, sondern sicherlich auch dann im Hinblick auf Einschätzungen, im Hinblick auf freie Meinungsäußerung und dergleichen. Also irgendwie, es gibt diverse Politiker, die dort eben jetzt die Gefahr in den Mittelpunkt stellen, eben dass ein so reicher Mann wie Elon Musk eben tatsächlich dort Twitter kauft und dann auch die freie Meinungsäußerung so in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und ich hatte ja schon die Frage so ein bisschen auch hier im Morning Meeting gestellt, ist das, kann das wirklich so die Motivation sein? Oder hat das nicht vielleicht einen anderen Grund, weswegen Musk hier Twitter gekauft hat? Hatte dann gesagt, vielleicht dann in dem Zusammenhang beispielsweise das Auslesen zum Beispiel von Daten, die natürlich verfügbar sind, um zum Beispiel diese in irgendeiner Form zu nutzen im Hinblick auf Full Self-Driving beispielsweise. Also das heißt entsprechend eben selbstfahrende Algorithmen wäre eine Möglichkeit, wie auch immer geartet, dass dann sich in irgendeiner Form widerspiegelt. Da war mir jetzt nicht wirklich ehrlich gesagt klar. Ich hatte gesagt, das war jetzt nur bezogen auf Twitter beispielsweise, das Installieren oder das Aufbauen vielleicht einer auf Blockchain-basierten sozialen Medium, zum Beispiel an dieser Stelle, wo man hier dann Coins schürft im übertragenen Sinne. Ausgehend von den Likes, die man bekommt, für den Value, den man kreiert an dieser Stelle, für die Community. Und dann ausgehend hiervon sich dann über zum Beispiel entsprechende, ja, weiß ich nicht,
Gebühren oder dergleichen zur Verfügung stellen, der Infrastruktur seitens Twitters in irgendeiner Form das finanziert würde. Das war auch eine Idee. Und gestern, wie gesagt, stolperte ich hier drüber und ich muss sagen, der hat mir auch richtig gut gefallen, dieser Gedankengang hier, der da präsentiert worden ist, weil er sich einfach relativ gut in das einfügt, was, wie gesagt, innerhalb dieses Hörbuchs, was ich jüngst jetzt gehört habe von Tesla, und der Entwicklung und beziehungsweise der Geschichte eigentlich des Unternehmens in den letzten 20 Jahren, weil das in Bezug eben auf einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt, den ich unglaublich interessant fand, ehrlich gesagt, was mir gar nicht so bewusst war, der das herausgestellt hat. Und zwar hat der jetzt hier Folgendes gemacht. Er hat einfach mal gesagt, okay, also wir gucken uns jetzt mal Folgendes an. Wir sehen jetzt an dieser Stelle, Elon Musk, der kauft Twitter. Alle fragen sich, warum tut er das? Ist das nicht total, ja, ich möchte mal sagen, kontraproduktiv vielleicht so in gewisser Form? Welche Motivation verfolgt er? Will er Kritiker von Tesla in irgendeiner Form Stimmen schalten oder dergleichen? Und dann stellt er eben hier Folgendes heraus. Die aktuellen Gegebenheiten, die Tesla eben vorfindet. Also reine Spekulation. Ne? Das ist nicht so, dass das so gegeben ist, aber ich finde den Gedankengang unglaublich interessant. Also er stellt hier heraus an dieser Stelle, dass Tesla aktuell, ausgehend von den Gewinnmargen, der Bruttogewinnmarge und dergleichen, den jüngsten Zahlen und so weiter, rein auf dem Papier betrachtet, einer der, vielleicht der profitabelste Autobauer der Welt eben tatsächlich ist. Und dass diese Profitabilität sich noch um ein Vielfaches vielleicht steigern lassen wird, ausgehend von diversen Aspekten, die wir auch schon hier herausgestellt haben, Innovationsgrad oder Innovationstechnologie in diesem Zusammenhang, Skalierbarkeit durch die Gigafactories, zum Beispiel Research-Vorsprung im Bereich Batterietechnologie zum Beispiel und so weiter. Und die Nachfrage, die auch weitergegeben ist, dieser Rückstau, der jetzt aktuell entstanden ist durch die Lieferengpässe rund um den Globus, durch eben entsprechend die Lockdowns und dergleichen, die aber weiterhin sehr stark zunehmende tatsächlich sogar noch Nachfrage nach dem Produkt, was dafür Sorge tragen wird, dass wir wahrscheinlich für die nächsten 3 Jahre eine unglaublich gute und solide Nachfrage nach Tesla eben tatsächlich sehen werden und die gar nicht wissen, wie sie eigentlich so viele Autos in der Lage sein sollen zu produzieren, um die daraus oder die aktuell bestehende Nachfrage eben zu befriedigen. So. Und dann stellt er heraus, dass eben bis dato jedenfalls Elon Musk mit all seinen Unternehmen, die er geführt hat oder die er weiterhin auch führt, immer gezeigt hat, dass er voll auf Erfolg in Anführungsstrichen getrimmt war, beziehungsweise hier einer ganz klaren Vision sich verschrieben hatte. Sei es im Hinblick auf Tesla gewesen, sei es im Hinblick auf SpaceX gewesen oder ist es im Hinblick auf SpaceX, sei es im Hinblick beispielsweise auf PayPal gewesen. Da gibt es auch sehr interessante Biografien zum Beispiel, die Motivation damals von Musk hier im Hinblick auf das Vorantreiben der in Anführungsstrichen Revolution des Finanzdienstleistungssektors eben in den Mittelpunkt des Geschehens stellen. Und ganz interessant war jetzt, das fällt einem jetzt nicht auf im Hinblick auf Unternehmen, die man aufbaut, aber in den USA gibt es sogenannte Dealership Laws. Und sehr grob gesprochen sind diese Dealership Laws, die man hier zu sehen bekommt. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht hier Dealership Tesla, ob man da vielleicht sogar. Nee, das ist blöd. Dealership Law, muss ich nochmal machen. Da gibt es tatsächlich sogar einen Wikipedia-Artikel zu Tesla Dealership Disputes. Ich glaube, das ist es. Ja. Gibt es gar nicht auf Deutsch hier, sehe ich an der Stelle. Das überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich dachte, ich hätte schon mal sowas in Deutsch gesehen. Habe ich nicht? Nee, okay. Also, es gibt auf jeden Fall in den USA Gesetze, ausgehend hier von Franchise Laws, also ja, Franchise-Geschichten im Hinblick auf Autobauer in dem Fall, die es Autobauern verbieten, direkt Fahrzeuge zu verkaufen an die Leute, die eben dieses Fahrzeug nachfragen. Also das heißt, man hat immer eine Zwischeninstanz, die man dazwischen schaltet. Jemand, einen Car-Dealer deines Vertrauens im übertragenen Sinne, wo du dann entsprechend eben Fahrzeug XYZ kaufen kannst. Also anders formuliert, du kannst in jedem Bundesstaat
ohne Probleme einen Tesla fahren. Du kannst auch in jedem Bundesstaat online einen bestellen, aber du findest in den wenigsten Bundesstaaten, in den USA jedenfalls, die Möglichkeit, dieses Auto direkt von dem Hersteller zu kaufen. Was Tesla allerdings als elementar erachtet, um seine Vorzüge gegenüber anderen Autobauern oder an Automobilen herauszustellen, also neben jetzt mal auch klassischen Verbrennungsmotoren, eben an der Stelle Technologie, aber auch die Technologie darüber, Technologie, nee, die Technologie beziehungsweise die Batterieaspekt einfach, ja, also im Hinblick auf die Antriebs, auf den Antrieb eben dieses herauszustellen. Und spricht eben diesen Dealern, die da für den Vertrieb dieser Fahrzeuge zuständig sind, diese Fähigkeit tatsächlich ab und sagt, das ist unsererseits eigentlich Aufgabe. Da, und wir können das wesentlich besser an dieser Stelle, diese einzelnen Vorteile herauszustellen. Und infolgedessen gibt es dort entsprechende Disputes tatsächlich. Also in dem Fall ist es wirklich so, dass Tesla und auch Musk sehr stark darauf hinwirkt, in den einzelnen Bundesstaaten, in den USA, entsprechende Veränderungen auf den Weg zu bringen. Das ist unglaublich interessant und auch unglaublich, ja, ich will nicht sagen elementar, aber zumindest mal langfristig, vielleicht sogar ganz entscheidend, mitentscheidend für dann die Vormachtstellung, besonders in den USA, hier seitens Tesla im Bereich Elektromobilität. Und das Interessante, was jetzt in diesem Zusammenhang ist, ist natürlich, dass die Republikaner ganz besonders in diesem Zusammenhang gegen die Elektromobilität und diese Innovation, diese Disruption des Automobilsektors eben wirken, auch politisch. Und da überhaupt kein Interesse dran haben, dort ganz besonders dann solchen Autobauern wie Tesla den Zugang zu diesem Dealership-Markt zu ermöglichen, beziehungsweise in irgendeiner Form die Gesetze eben tatsächlich zu ändern. Lange Rede, kurzer Sinn, ohne das jetzt zu detailliert werden zu lassen. Wie gesagt, das ist in Englisch. Ich würde empfehlen, das Tolle ist hier bei Twitter, die haben eine Funktion, dass man sich die Tweets direkt übersetzen kann, wenn man da einfach rein klickt. Ja? Also mit Google Translator ist das möglich an dieser Stelle. Ich habe den direkt bei mir in die Timeline gesetzt. Lest euch das mal durch, das ist super interessant. Das, um was es im Kern geht beim Kauf von Twitter, ist jetzt, dass sich Musk hier im übertragenen Sinne versucht, Zugang zu entsprechenden republikanischen Politikern eben zu verschaffen, die laut Gerüchten, ob das stimmt, weiß man nicht, aber die sogar frühest morgens erst Twitter checken und dann in die Bibel schauen. Ja, also um das mal sehr extrem und sehr überspitzt zu formulieren. Und das wird hier von ihm halt auch herausgestellt. Und jetzt versucht sich Musk im übertragenen Sinne zu diesen Politikern Zugang zu verschaffen über Twitter und ausgehend hiervon auch vielleicht das Pendel in die Richtung ausschlagen zu lassen, dass die Republikaner feststellen, dass es nötig wird, diese Innovation auf den Weg zu bringen, um sich dann wiederum vielleicht Wähler bei der nächsten Wahl, welcher Art ja, auch immer, dann entsprechend zu sichern auf diesem Weg. Und das dass man solch einen Gedanken durchaus im Hinterkopf haben sollte, dass das vielleicht über Twitter vor allem dahin in die Richtung geht, dass man einfach versucht, hier diese Dealership-Laws in Anführungsstrichen auf den Kopf zu stellen, um eben seinen Einfluss dort, besonders im US-amerikanischen Bereich, weiter voranzutreiben. Und dass das ein Milliardengeschäft potenziell ist, ich denke, das steht außer Frage, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, mit der Reichweite einer solchen Entscheidung, die das in diversen Bundesstaaten haben könnte. Und ausgehend hiervon könnte man dann diese 44 Milliarden eventuell als Investment genau in diesem Bereich sehen, wo natürlich jetzt alles und jeder darüber spricht, von wegen Free Speech, besonders hier auch in der europäischen Welt, weil wir uns natürlich mit diesen Dealership-Laws in den USA wirklich gar nicht so wirklich auseinandersetzen, aber es ist ein ganz elementarer, wesentlicher Bestandteil eben auch des Wachstumspotenzials dann in der Stelle von Tesla im US-amerikanischen Bereich, der auch ganz explizit, wie gesagt, in diesen Hörbüchern herausgestellt wurde. Und deswegen bin ich da halt gestern hängen geblieben, beziehungsweise hellhörig geworden, als ich das gelesen habe und dachte mir so, das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Nochmal, ist rein spekulativ, aber dennoch etwas, was man hier an der Stelle nicht unterschätzen sollte und was auch die Langfristigkeit hier eines Investments an der Stelle, wenn man eben Tesla in sein Portfolio plant, mit aufzunehmen oder dergleichen, eben durchaus nochmal unterstreicht. Das wird jetzt tradingtechnisch keinerlei Auswirkungen haben, das ganz kurz. Also das ist nur so ein Gedanke, den ich einfach mal mit einstreue, damit man das vielleicht so ein bisschen als Horizonterweiterung mit einfließen lässt, wenn man sich die Frage stellt oder schon häufiger vielleicht jetzt in jüngerer Vergangenheit dabei ertappt hat, sich einfach gefragt hat, wieso kauft der Twitter? Macht das überhaupt Sinn? Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, könnte das ein weiterer Baustein eben durchaus sein, der da ganz wesentlich ist. Bezogen einmal
einmal auf die Price Action von gestern. Wir haben kurzzeitig, guck mal kurz, 2. Mai, ja, gestern, kurzzeitig haben wir hier erneut so leichte Bearishness in Anführungsstrichen zu sehen bekommen, die uns in Tesla gestern, guck mal ganz kurz, ja, kurzzeitig unter die 8,50 nochmal geführt haben. Und haben uns dann, nachdem wir eine kurze Gegenbewegung zu sehen bekommen haben, wieder so überrollten, haben wir dann einen starken Push gesehen, der uns im Bereich der Tageshochs hat schließen lassen, im Bereich wieder der 200-Tage-Linie hat schließen lassen. Und was jetzt erneut die Möglichkeit, sobald sich der übergeordnete Markt so ein bisschen freundlicher präsentiert, die Chance erwachsen lässt, dass Tesla bei einer Rückeroberung der 29, 39 auf der Oberseite mindestens einen Bounce bis in Gefilde der 69er, vielleicht sogar der 1000er Region zu sehen bekommt. Nochmal, morgen werden die Karten neu gemischt mit der Fed, aber nichtsdestotrotz rein tradingtechnisch ist das auch ein Kandidat aus technischer Perspektive von dem Hintergrund des stark überdehnten Modus und auch der grundsätzlich aber weiter starken fundamentalen Gegebenheiten, die uns eher die Long-Seite favorisieren lassen oder wo ich sehr, sehr vorsichtig wäre mit Short-Engagements, weil jederzeit denkbar wird, dass wir einfach starke Verkäufe sehen, beispielsweise getriggert durch Momo-Hedgefonds oder dergleichen, also Hedgefonds, die auf Momentum gehen, an der Stelle hier beispielsweise, und die dann eben für starke, unglaublich scharfe Gegenbewegungen sorgen, die sich, wie gesagt, nochmal beschleunigen könnten, sollten wir die 29, 39 rausnehmen, ausgehend hiervon. Also Tesla durchaus auch ein Kandidat. Von der Long-Seite für den heutigen Handelstag. So, werfen wir einen kurzen Blick einmal auf Gold. Wird weiter abverkauft. Ich bin also ich bin weiterhin längerfristig ganz klar Long. Sehr erstaunt, ehrlich gesagt, was wir hier zu sehen bekommen. Mit dem Drop auch unter die 1900er-Marke. Wieder in dem Bereich der 200-Tage-Linie hier an dieser Stelle. Morgen wird auf jeden Fall ein, ich denke, unglaublich interessanter Tag und auch ein potenzieller Tag, der vielleicht sogar eine scharfe Gegenbewegung auch hier triggern könnte. Also ich glaube, derzeit dieser Abgabedruck, den wir hier sehen, fällt mir sehr schwer, den fundamental von dem Hintergrund all dessen, was wir derzeit zu sehen bekommen. Im Hinblick auf potenzielle Risk-Off-Trigger auch, fällt mir sehr schwer, die Nachhaltigkeit der Abwärtsbewegung zu sehen. Tatsächlich werde ich immer interessierter, ehrlich gesagt, CRV-technisch, für kurzzeitig scharfe Bounce-Plays, die sich hier herauskristallisieren könnten. Ich möchte ungern jetzt auch vor der Fed in dieses fallende Messer reingreifen. Aber sollte die Fed morgen in ihrer Rhetorik in irgendeiner Weise herausstellen, dass wir hier eher in der näheren Zukunft, ich will das nochmal kurz hier zeigen, davon ausgehen sollten, dass wir spätestens im Juni keine 3 25 Basispunkte Zinsanhebung, also 75 Basispunkte Zinsanhebung zu sehen bekommen, sondern sollte die Fed hier für ein Auspreisen dieses hinteren Balkens in irgendeiner Form sorgen. Oder aber sollte es keine weitere Intensivierung geben, die kaum möglich ist, weil sie schon zu 100% eingepreist wird, könnte es sein, dass wir ein Sell the Rumors, Buy the News zu sehen bekommen. Also sprich, dass wir nochmal einen finalen Flush zu sehen bekommen. Sobald sich aber hier eine Stabilisierung herauskristallisiert, dann eine scharfe Gegenbewegung in Gold auf den Weg gebracht wird, die erstmal nichts gewinnen lassen würde. Also damit es dann wieder deutlich positiver wird, wäre notwendig, dass wir eine deutliche Rückeroberung der 1900 sehen. Aber nichtsdestotrotz, einen ersten Entry gegen einen aggressiven Flushout und Stabilisierung hier auf der Unterseite scheint mir CRV-technisch durchaus interessant, auch weil wir relativ auch hier ein klares Level haben, gegen das du riskierst, 200-Tage-Linie, da willst du den Drop nicht drunter sehen. Wir sind relativ stark überdehnt an dieser Stelle. Wenn wir, mach das mal ganz kurz groß, wenn wir uns jetzt mal hier beispielsweise die Länge der einzelnen ausgeführten Abwärtsbewegungen anschauen, dann erkennen wir an der Stelle, dass wir ein Leg Down zu sehen bekommen, zweites Leg Down zu sehen bekommen und jetzt eben hier in den Bereich der unteren Extension, so möchte ich es mal formulieren, Welle A gleich Welle C könnte man das auch nennen beispielsweise, hier vorstoßen an dieser Stelle. Du hast dann aus diesen Gefilden, hast du bei solch einem Flushout und einer Stabilisierung dann auch ein relativ klares Level, gegen das du riskieren würdest. Das wäre knapp unterhalb vielleicht der 200-Tage-Linie und würdest dann diese Position weiter aufstocken, sobald es zu einem Bounce und einer Rückeroberung und Halten oberhalb von
Von 1900 käme. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Sprechen wir nicht nur darüber, sondern dann sehen wir das auch mal, wie das aussieht. Also das sehr, kurz hier schwarz, ja, das passt. Also du siehst einen kurzen Flush, siehst dann so einen Bounce. Also das ist jetzt hier im Daily, aber damit man die Extension eben an der Stelle sieht, du würdest dann an dieser Stelle sehen, okay, in Ordnung, gegen das Level riskierst du hier an dieser Stelle und würdest dann auf der Ober, oh, das war jetzt natürlich blöd, würdest dann auf der Oberseite darauf gehen, dass wir eben diese Region um 1900 hier zurückerobern. Also das heißt, hier würdest du eine erste Hälfte aufbauen und die würdest du dann aufstocken, sobald es hier zu einer Rückeroberung und halten, in dem Fall oberhalb von 1900 eben tatsächlich geben, dann würde man eine zweite Hälfte eben tatsächlich dann aufbauen. Also so würde ich das grob erstmal skizzieren an der Stelle, wie ich da so ein Setup eben formulieren wollen würde. Heißt also, aktuell würde ich mich noch geduldig halten oder geduldig zeigen, würde mich auf die Hände setzen an der Stelle, würde abwarten, ob wir nochmal so kurz einen Flashout sehen. Und sobald der morgen durch die Fed auf den Weg gebracht wird, aber dann das Momentum auf der Unterseite nicht weiter vorgebracht wird, sondern wir gegen solch ein Tief uns beginnen gegenbewegend zu zeigen, würde ich gegen diese dann ausgebildeten Tiefs in dem Moment entsprechend mich long positionieren, in Erwartung, dass es dann über kurz oder lang zu einem Push zurück über die 1900 kommt. Ja, das also zu Gold an der Stelle. Wie gesagt, ich bin derzeit erstaunt, wirklich, wirklich erstaunt, ob dieser Schwäche hier und dass da sich offensichtlich Käuferinteresse in irgendeiner Form hier offensichtlich herauskristallisiert. Final können wir noch mal kurz einen Blick werfen, auch wenn der jetzt nicht besonders interessant ist, auf den Euro-US-Dollar. Also nicht deswegen oder deswegen nicht interessant, weil Bild hat sich halt unwesentlich verändert zu gestern. Wir handeln weiter im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung hier an der Stelle. Wir sehen, es kommt keinerlei wirklich stärkeres Momentum auf, welches in der Lage ist, uns über Richtung oder in Richtung und über die 106 zu führen. Könnte morgen sich natürlich ebenfalls ändern. Ich mache das heute übrigens schon alles zum Thema, damit wir schon mental eine Möglichkeit haben, uns darauf vorzubereiten. Also das, nicht, dass man das irgendwie missversteht und sich an der Stelle jetzt denkt, haben wir auch gestern auch schon thematisiert und morgen werden wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen darüber ein Thema machen. Das hat damit zu tun, um einfach so eine Sensibilität einfach zu schaffen dafür, dass das morgen definitiv ein Thema ist und worauf man sich jetzt schon bereits mental eben tatsächlich vorbereitet. Und hier, wie gesagt, Möglichkeit, dass es bis dahin zu einem Ausbilden einer Range eben tatsächlich kommt, einer Konsolidierung. Und dass dann mit einer Rückeroberung der 1,06, sollte der US-Dollar infolge dieser Fed morgen eher unter Druck geraten, dass wir dann eben uns in Richtung der 1,07, vielleicht sogar in Richtung der 1,08er Region aufmachen und somit die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung hier sogar vielleicht im Mittelpunkt des Geschehens eben tatsächlich rücken. Ja, das also noch zum Euro-US-Dollar und final noch vielleicht ein kurzer Blick auf Bitcoin, wobei ist nicht so spektakulär. Also da sind wir weiterhin Range gebunden, da harren wir weiter der Dinge, die da kommen. Oberes kurzfristig relevantes Level 39.000, mit Rückeroberung rückt wieder die 40.000 im Mittelpunkt des Geschehens. Was wir aber eigentlich sehen wollen, ist eine Rückeroberung der 42,5, die dann den Weg in Richtung Retest, zumindest von unten hier der 200-Tage-Linie eben ebnen würde. So, ja, und das wäre es soweit tatsächlich dann erstmal meinerseits für heute gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und seid gut vorbereitet für den heutigen Handelstag. Ich wünsche euch auf jeden Fall Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder zum Morning Meeting. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Und ja, soweit wäre es das meinerseits gewesen. Also, Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt's gut, habt euch gut. Bis morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich. Bis dann und tschüss.